Jasna Mittler, meine erste bis 99. Liebe. Ich weiß ja nicht, was ihr so macht, wenn ihr Liebeskummer habt. Ich nehme mir immer einen Pottich Eis und schlinge den runter. Naja, nicht die ganze Packung, aber immer ein bisschen. Was zur Not noch hilft, ist, wenn man liebe Zuschauer hat, die einem Nougat-Schokolade schicken, da könnte ich mir dann auch so ein paar Stücke reinballern. Gott sei Dank hatte ich lange keinen Liebeskummer, aber wenn ihr gerade welchen habt oder wenn ihr mal über ja, eure ganzen Lieben, die Lieben eures Lebens nachdenken möchtet, euch erinnern möchtet, kann ich euch dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Es ist wirklich wieder so liebevoll, gefühlvoll geschrieben und ja, sie schreibt dann, fängt echt an mit ihrer ersten Liebe im Kindergartenalter und das geht halt bis ins Erwachsenenalter. Ich glaube, also für mich wirkte es sehr, sehr authentisch und ich glaube, Jasna hat ihre eigenen Erfahrungen ja sehr, sehr ehrlich und offen geschildert. Das hat mich unheimlich beeindruckt und bei mir sind unheimlich viele Erinnerungen hochgekommen. Also ich weiß zum Beispiel auch noch, dass mich das total geschockt hat, dass man seinen Cousin nicht heiraten kann. Und ich weiß auch noch, dass ich tierisch in Matthias Reim verknallt war. Boah, ich habe den angeschmachtet. Heute frage ich mich, warum. Verdammt, ich lieb dich, war damals so sein großer Hit. Ich war in meinen Englischlehrer verknallt. Ja, im Kindergarten habe ich auch schon mit so einem Typen da Händchen gehalten. Und ja, diese ganzen Erinnerungen, die kamen auf einmal so hoch. Alles, was man so vergessen hat. Ich meine, richtige Liebe, ja, das ist auch so irgendwo so die Frage, gibt es nur den einen? Gibt es viele verschiedene? Also wirklich mehrere Lieben, die man durchleben kann? Ich weiß es immer nicht. Ich dachte ja auch, es gibt nur so die eine große Liebe, aber ich denke, dass einem sowas auch immer noch mal passieren kann. Ich weiß es nicht. Ich fühlte mich jedenfalls durchweg unterhalten für alle, die denen jetzt Jasna Mittler nichts sagt. Ne? Sie ist die Autorin von den Erwin-Büchern. Hier der heilige Erwin und der heilige Erwin und die Liebe. Die fand ich auch, also die fand ich fast noch ein bisschen besser, wobei mir das schon sehr, sehr gut gefallen hat. Also, wenn ihr Liebeskummer habt, kuschelt euch aufs Sofa in die Decke, nehmt euch das Buch und nascht nebenbei irgendwas Leckeres und dann wird es schnell wieder besser, versprochen. Ich vergebe 4 Leseraten, wünsche gute Unterhaltung, übrigens auch ein ganz tolles Geschenk, wenn jemand seinen ersten Liebeskummer hat. Bis bald, eure Leserate. Tschüss!